Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das EU-Budget entspricht weder den Erwartungen der Europäerinnen noch dem, was angesichts der Corona-Krise notwendig wäre. Die Mitgliedstaaten haben sich auf einen historischen Tiefstand bei den Beiträgen geeinigt und greifen tief in die Rabattkiste. Die Roadmap für Eigenmittel ist so vage gefasst, dass zu bezweifeln ist, ob es jemals tatsächlich zu einer umfassenden Finanztransaktionssteuer oder einer starken Digitalsteuer kommt. Und der Rule of Law Mechanism, der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, ist auch abgeschwächt worden und liegt weit hinter dem zurück, was das Parlament ursprünglich gefordert hat. Aber dass jetzt genau wegen dieses schwachen Rule of Law Mechanismus die Autokraten in der EU die Gemeinschaft in Geiselhaft nehmen und den Corona-Wiederaufbau mit ihrem Veto blockieren, ist politisch völlig inakzeptabel. Die Orbáns und Kaczynskis können das nur tun, weil ihrem Treiben in den letzten Jahren tatenlos zugesehen wurde und sie aus machttaktischem Kalkül, vor allem von den Konservativen auch in diesem Haus, geschützt worden sind. Noch immer weigert sich die EVP, und ich zitiere jetzt einen etwas weitsichtigeren Konservativen, den kleinen Diktator Orbán auszuschließen. Rechtsstaatlichkeit zu fordern auf der einen Seite und gleichzeitig deren Feinde zu päppeln, ist nicht nur unglaubwürdig, liebe konservative Kolleginnen und Kollegen, es schadet nachhaltig der Demokratie. Zum Brexit. Es bleibt eine Frage der Inhalte, ob die Linke einem Abkommen zustimmen kann. Wir brauchen ein robustes Level Playing Field, um einen ruinösen Dumpingwettbewerb im Sozialbereich, bei Umweltstandards, bei Verbraucherschutzstandards zu unterbinden. Boris Johnson muss endlich Kompromissbereitschaft zeigen, oder es gibt keinen Deal. Der Friedensprozess in Nordirland darf nicht gefährdet werden, und deshalb muss das britische Binnenmarktgesetz zurückgezogen werden, das gegen das Austrittsabkommen und gegen das Good Friday Agreement verstößt. Meine Fraktion ist bereit, eine Sondersitzung des Parlaments zu ermöglichen, um einen harten ökonomischen Brexit zum Jahresende zu vermeiden. Ein vorläufiges Inkrafttreten eines möglichen Abkommens jedoch, Frau von der Leyen, ohne vorherige gründliche demokratische Prüfung durch das Parlament lehnen wir entschieden ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und beste Grüße nach Brüssel.